Wort. Ich darf Sie erst noch arbeiten lassen. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes ist, wie die beiden Demokratieaktivisten Joshua Wong und Glacier Kwong in der vergangenen Welt am Sonntag schrieben, der letzte Sargnagel für die Autonomie in Hongkong. Das Prinzip ein Land, zwei Systeme für Hongkong, das gilt nicht mehr. 4 Tage brauchte der Regierungssprecher, 5 Tage brauchte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, um auf die Ankündigung aus Peking zu reagieren. Der Außenminister Heiko Maas waren die Vorgänge erst gestern Abend einen kleinen, leichten Tweet wert und der Kanzlerin bis dato keinen einzigen Kommentar. Frau Bundeskanzlerin, Herr Außenminister, mit Verlaub, Sie haben nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Hongkong, meine Damen und Herren, Hongkong ist am Scheideweg, und mit Hongkong steht dieser geopolitische System- und Wertewettbewerb spitz auf Knopf. Und es wird Zeit, dass die Bundesregierung in diesem Wertewettbewerb Position bezieht und endlich anfängt, China rote Linien aufzuzeigen. Letzteres hätte die Bundesregierung bereits vergangene Woche Freitag machen können, als Peking ankündigte, dieses Sicherheitsgesetz auf den Weg zu bringen. Aber sie haben sich bewusst entschieden, zu schweigen. Sie haben sich entschieden, das bedeutsame wirtschaftliche Gewicht der Bundesregierung, der Bundesrepublik, nicht in die Waagschale zu werfen, um die Freiheitsrechte von 7 Millionen Hongkongern einzufordern und zu verteidigen. Und diese Chronik, meine Damen und Herren, diese Chronik ist eine Chronik des Scheiterns deutscher Außenpolitik. Das chinesische Regime hat bestehendes Völkerrecht gebrochen und einmal mehr gezeigt, was es auf die Einhaltung internationaler Verträge gibt, nämlich gar nichts. Nehmen Sie dieses Signal, meine Damen und Herren, endlich ernst. Aber, meine Damen und Herren, dieses Sicherheitsgesetz ist eben nicht nur ein Vertragsbruch, es ist auch ein Vertrauensbruch. Die Bundesregierung muss jetzt endlich deutlich zu verstehen geben, dass aus den aktuellen Geschehnissen in Hongkong und die Menschenrechtsverletzungen, die unter anderem an den Uiguren stattfinden, ein Misstrauen entstanden ist, das eben so nachhaltig ist, dass wir hier nicht einfach zu Business as usual übergehen können. Die Bundesregierung muss klarstellen, dass dieses Misstrauen selbstverständlich einen Einfluss darauf haben wird, wie zukünftig die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa stattfinden wird, und zwar nicht nur während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Was wir als Reaktion also brauchen auf diesen Vertrauensbruch, das ist doch ein Jetzt-oder-nie-Moment. Deutschland und die EU müssen Präsident Xi klar machen, Jensen, dass er. Augenblick mal, Sekunde mal. Ich bitte diejenigen, die hier sehr angeregt Unterhaltungen führen und im Rückraum des Plenums stehen und dort Gespräche führen, entweder rauszugehen, Platz zu nehmen, in jedem Fall, wenn sie drin bleiben, aber zuzuhören. Ich glaube, das Thema verdient den nötigen Respekt. Vielen Dank, Herr Präsident. Bitte sehr. So, wir waren bei dem Moment jetzt oder nie, bis hierhin und nicht weiter. Was wir also brauchen als Reaktion ist, dass Deutschland und die EU Präsident Xi ganz klar machen, dass er auf der Weltbühne eben keine Narrenfreiheit besitzt. Deutschland muss sich auf EU-Ebene endlich für direkte personenbezogene Sanktionen einsetzen gegenüber KP-Funktionären, um Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Wir brauchen eine Bundeskanzlerin, die sich klar gegen den geplanten EU-China-Gipfel ausspricht, denn es darf nicht sein, dass der Volksrepublik ein weiterer Rahmen für Propaganda geboten wird. Und die Bundesregierung muss die Initiative der USA auf eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates unterstützen und damit zeigen, dass sie hinter den Menschen in Hongkong steht, die ihre Rechte so dringend verteidigen. An all diejenigen Hongkonger, die nun ihrer Heimat den Rücken kehren wollen, weil sie eben keine Freiheit in ihrem Land, in ihrer Stadt mehr leben können. An die muss Deutschland ein Angebot machen. Und zwar fordern wir deswegen die Bundesregierung in unserem Antrag auf, mögliche Lockerungen auf Aufenthaltsbewilligungen von Hongkongern zu prüfen und zusätzlich ein Willkommensprogramm zu schaffen für qualifizierte Fachkräfte und dieses auf den Weg zu bringen. Frau Bundeskanzlerin, Herr Außenminister, dieses Problem, das können Sie nicht länger aussitzen. Sie müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte die Bundesrepublik hier stehen will. Am Mittwoch haben wir im Menschenrechtsausschuss eine Erklärung mit 5 Fraktionen inklusive Union und SPD verabschiedet. We stand with Hong Kong. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, es geht hier gerade nicht mehr um Opposition gegen Regierung. Es geht darum, ein Zeichen für Freiheit zu setzen.
Verurteilen Sie endlich dieses Sicherheitsgesetz mit all seinen Konsequenzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Dr. Norbert Röttgen, für die